Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit bei Let's Play zur Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier und haben Billy gerettet. Und meine Fresse, schaut euch das mal an hier. Markus, was machst du für Sachen? Und genau, uns geht's beiden gut. Ja, fast, würde ich sagen. Billy hat aber keine. Oh. Billy hat keine Heilung. Ich dachte, der hätte noch eine Heilung gehabt. Dann wird das jetzt spaßig. Mit einer Heilung. Das wird gerade dann jetzt echt spaßig langsam. Aber gut, gehen wir zurück. Billy, da unten können wir nichts machen. Da unten können wir nichts machen. Genau. Die ganzen Igel hier. So. Das ist auch witzig, dass man die einfach zertrampeln kann hier. Das ist echt lustig. Okay, aber wir können jetzt mit Billy die Shotgun-Muni mitnehmen, weil die gesteckt wird hier. Und genau, ich glaube, dann müssen wir mit Billy hier unten die Kisten verschieben. Ach, guck mal, der Raum ist auch resettet. Seht ihr? Wir hatten ja beim letzten Mal Wasser hier reingelassen. Und jetzt ist dieser Raum tatsächlich resettet. Okay. Gut, das heißt, wir müssen es mit Billy machen, aber es sieht so aus, als würde die Kiste gar nicht da reinpassen, oder? Ah, doch, du passt so gerade rein, okay. Okay. Kann man so hier drüber laufen? Hä? Ah. Da frage ich mich jetzt, wie wir die Kiste da reinkriegen sollen. Wartet mal, kann man die auch verschieben? Nee, die kann man nicht verschieben. Hä? Wartet mal. Aber wir müssen ja an den Ventilgriff da oben dran kommen, ne? Warum kann man denn nicht. Hä? Billy, du bist doch gar nicht so. Bist doch gar nicht so dick. Du passt doch da rein. Okay, das ist merkwürdig. Das ist jetzt ein merkwürdiger Raum, muss ich sagen. Ist alles nur für diesen Ventilgriff. Witzig. Da liegt der Ventilgriff rum, ja. Oder. Nee. Da kommt man auch so nicht rein. Wartet mal. Ah! Moment. Muss man die Kiste vielleicht. Muss man da vielleicht erstmal irgendwas aufmachen? In der Mitte? Damit man die Kiste dann da hinten reinschieben kann, vielleicht. Mach mal. Ah, die Rotation des Geländers. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Dann muss das Geländer nach rechts. Und dann können wir unten die Kiste reinschieben. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird echt ein Schuh draus. Okay. Schieberätsel hier bei Resident Evil. Wieder ganz klassisch. Sehr gut. Das passt genau da rein, ne? Ja, wunderbar hier. So. Aber die andere Kiste will er nicht schieben, oder? Schiebst du die? Er schiebt sie. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben wir das doch. Mir kommt ein Gedanke. Das ist eine Metallkiste. Wir probieren es mal. Aber ich befürchte, dass die Metallkiste nicht schwimmt. Und deswegen müssen wir das Ganze nochmal machen. Ach, Kamera. Mensch. So. So, dann lass mal Wasser rein. Ich befürchte, dass die Metallkiste nicht schwimmt. Die ist zu schwer. Jep, ich hab's gewusst. Okay, das heißt einmal raus und wieder rein und nochmal das Ganze von vorne, der Spaß.
Finde ich aber echt cool, muss ich sagen. Dass jetzt die nochmal so ein ähnliches Schieberätsel haben wie im zweiten Teil. Und im ersten Teil und überhaupt. Finde ich cool. So. Gut, das heißt, das Ding müssen wir erstmal aufmachen. Naja, wobei, wartet mal, wir müssen doch erstmal die Metallkiste da wegschieben. Diese blöde Metallkiste ist im Weg, Mensch. Finde ich auch gut, dass man den Raum einfach so resetten. Ah, wobei. Nee, nee. Ah, stopp. So, dann machen wir es erstmal links rum. Würde ich vorschlagen. Oder, nee, es geht gar nicht. Das geht gar nicht wegen der Metallkiste. Oder muss die ganz nach hin? Wie funktioniert das? Wartet mal. Ich glaube... Knifflig. Knifflig gerade. Ich glaube aber zu wissen, wie es geht. Die Metallkiste muss hinten an die Wand. Das heißt, die anderen... Wartet mal. Wenn wir die vielleicht ein bisschen schieben... Nee, geht nicht. Kriegen wir denn jetzt die blöde Metallkiste da weg? Wenn wir die halb schieben? So. Und dann die rechts an die Wand? Dann können wir doch die Metallkiste an die Wand schieben. Ganz genau. So, und dann die hier auch an die Wand. Draufgehen, nicht schieben, bitte. Oder kommen wir da nicht hinter? Wartet mal. Geh mal runter, Billy. Geh mal runter. Kommst du dahinter? Oh, der kommt nicht dahinter. Wartet mal. Wie funktioniert das? Die kann auf jeden Fall schon mal nach oben rechts an die Wand. Nein. Stopp. Das habe ich wahrscheinlich schon verkackt, oder? Mann, dass man bei Resident Evil nicht ziehen kann. Ja, toll. Schon verkackt. Aber wie funktioniert das jetzt? Das ist gerade echt komisch. Approximately 10 hours later. So, dann probieren wir doch mal was anderes. Dann probieren wir das doch jetzt mal so. Die Box, die kann man ja verschieben noch, ne? Wartet mal. Dann probieren wir das jetzt mal. Rebecca, bitte. Bitte nach rechts. So. Dann haben wir jetzt einmal das Ding aufgemacht. So. Und dann können wir mit Billy weitermachen. Die Kiste nach ganz unten schieben. So. Dann können wir die andere nämlich nach da oben schieben. Ich glaube, ich hab's. Ja, wobei. Ja, doch. Müsste gehen. Wartet mal. Müsste gehen. Schieb das mal weiter rein. So. Dann die nach ganz... Die müsste man nach ganz oben schieben können, eigentlich. Nein, nicht hier. Nicht schieben. Nicht schieben! Einfach drauf! Er schiebt sie. Warum schiebt er sie? Ah, da, okay, da müssen wir andersrum. Andersrum. Meine Güte, was ein Rätsel. Also das ist wirklich höchst anspruchsvoll. So. Gut. Dann können wir die aus dem Weg schieben. Genau. Jetzt macht das auch Sinn, dass da ein Loch ist. Weil, dann können wir gleich nach rechts schieben. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe so sehr, dass das klappt. Ja,
Aha, jetzt macht das auch Sinn, dass da ein Loch drin ist, ne? Rebecca, bitte schieb das Ding nach links, nach rechts, nach links. Es klappt! Oder? Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob Billy dahinter reinkommt. So muss das doch klappen. Ja, doch, wir können es aber aufmachen. Ich glaube, wir haben es, Freunde. Mein Gott. Wenn er jetzt nicht direkt. Nee, nee. Okay, alles klar. Gut. Dann, Rebecca. Schieb das Ding bitte nochmal nach links. So, nach links. Ah, und dann können wir die Kiste schieben. Alles klar, wir haben es geblickt. Och Gott, Freunde. Ich habe es aber ohne Komplettlösung geschafft, tatsächlich. Och Mann, was für ein Rätsel. Meine Güte. Gut, aber die Zeit werde ich jetzt definitiv auch nachholen. Über 10 Minuten länger aufnehmen einfach. So. Und dann einfach rausschneiden. Ja. Ach Gott, jetzt haben wir es. Meine Fresse, was für ein Hickhack. Okay, Billy, dann hier raus. Da habe ich so Viertelstunde hier Brezel rumgehangen, ey. So, dann Rebecca, lass bitte das Wasser ein. Meine Güte, dann haben wir es doch. Mensch. So lange habe ich dafür gebraucht. Aber okay. Können wir weitergehen. Billy, nimm Rebecca bitte mit. Hallo? So. Und da können wir hier rüber. Meine Güte. Und da können wir uns hier diesen Ventilgriff holen. Aber da Rebecca mehr Platz hat, gibst du den Ventilgriff? Danke. So. Okay. Was brauchen wir hier noch? Sonst brauchen wir hier nichts. Nö, sonst brauchen wir hier tatsächlich nichts. Okay. Was für ein krasses Rätsel. Nicht schlecht, Resident Evil. Nicht schlecht, Capcom. Also Hut ab. Das war schon echt meisterhaft. Meisterhaft. Dann können wir ja die Heilung mitnehmen, denke ich. Können nicht getragen werden. Okay, nö, dann lass das erstmal liegen. Dann können wir vielleicht hier was machen mit. Ah, okay. Okay, Billy, kannst du vielleicht den Dings hier fahren? Oder wie oder was? Kannst du vielleicht diesen Gabelstapler hochfahren? Ah, da ist Platz für eine Batterie. Okay. Aber Rebecca kann trotzdem hier bleiben. Wobei wir sind voll, ne? Ach Mann, wir sind so vollgepackt hier. Nicht die Farbänder weg. Okay, das heißt, wir brauchen hier eine Batterie für. Dann frage ich mich aber, wo es weitergeht. Ganz ehrlich. Wo geht's dann weiter? Da unten ist ja nichts mehr. Wo ist hier eine Batterie? Oder was ist das hier? Kann ich vielleicht irgendwo eine Batterie rausnehmen? Eine Batterie. Nee. Hier war auch nur der Ventilgriff. Nö, okay. Da muss das irgendwo anders sein. Da müssen wir da nochmal zurück oder was? Nee, gehen wir mal hier rein. So. Gucken wir nochmal, wo es hier weitergeht. Oder müssen wir jetzt ernsthaft zurück in. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dass wir jetzt ernsthaft zurück in die Ausbildungsstätte müssen. Da rausgehen. Die Batterie holen. Nee. Ja, doch. Doch. Das macht echt Sinn so. Ja, okay, dann würde ich aber am liebsten.
Da wir dann nochmal in unserem Itemraum dann vorbeikommen. Ja, okay. Dann macht das auch Sinn, dass man nochmal in die Ausbildungsstätte kommt. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Dann würde ich aber gerne nochmal bei dem Truck vorbei. In dem Dings vorbei. Hm, wartet mal. Sollen wir alle Sachen hier ablegen? Ich würde nämlich gerne den Granatenwerfer holen. So, ich würde... Ja. Und, ich hoffe mal, dass einfach keine Gegner jetzt mehr kommen. Auf dem Weg dahin. Gut, dann müssen wir nochmal zurück. Das ist jetzt aber ein Weg von Resident Evil, der tatsächlich eingeschlagen werden muss. Also den kann ich nicht rausschneiden oder so. Der muss genommen werden. Okay, ich hoffe, dass jetzt hier kein... Ach, wartet mal, da ist auch noch so ein... Ah, guckt mal. Habe ich voll übersehen hier. Eine Karte, das ist noch ein Riesenbereich hier. Schaut euch das an. Wow. Okay, da haben wir noch einiges zu tun. Da haben wir noch einiges zu tun. Aufbereitungswerkkarte. Okay, alles klar. Ich dachte, wir wären schon kurz vorm Finale. Aber scheinbar dann doch noch nicht. Alles klar. Ja, Zombie, aber das geht ja. Zombies gehen ja. Zombies gehen, das ist kein Thema. Ja, wobei Endless Buddy habe ich hier auch nicht. Drei Schuss noch. Da ist noch einer. Ah, lass dich doch nicht von einem Zombie beißen. Ja, toll. Keine Buddy mehr. Rebecca, komm mal schnell mit hier. Rebecca, komm schnell mit. Ja, falsche Fehlentscheidung, die ich ja getroffen habe. Verdammt. Ich habe nicht erwartet, dass da noch Zombies kommen um die Ecke. So, jetzt schnell hier raus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin da, 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 Kollege. So, schieß direkt. Oh, danke. Mein Gott. Dann gehen wir zusammen. Aber Rebecca ist auch voll. Rebecca ist auch voll. Komm. Wie geht's Billy? Gelb. Ist noch okay. Also, im gelben Zustand kann man die noch umlaufen lassen. So. Okay. Dann machen wir uns mal nochmal auf den Weg. Ja, in die Ausbildungsstätte noch einmal. Da hätten wir die Items auch da liegen lassen können eigentlich. Jo, Rebecca fährt alleine oder was? Hallo? Rebecca, du fährst einfach alleine hoch. Was ist das denn? Ah ja. Billy kommt mit. Kommst du mit? Ja, beide hoch, Mensch. Ich wollte schon sagen. Da kuscheln sie ein bisschen. So, alles klar. Dann komm bitte mit. Ja, wobei Rebecca kann eigentlich hier. Okay. Rebecca kann eigentlich hier bleiben. So. Nur so ein bisschen als Feuerschutz hier. Hier dürfte auch nichts mehr sein. Mann. Nee, ist auch nichts. Okay, wunderbar. Das heißt, wir müssen dann jetzt noch einmal in die Ausbildungsstätte zurück. Oh mein Gott, mit unserer Null-Buddy hier. So, Level 1 war das. Ebene 1. Ja, das ist am Ende doch mal ziemlich verwirrend und komplex. Aber wer hätte damit gerechnet, dass man nochmal eine Batterie braucht? Ganz ehrlich. Damit wir dann den Gabelstapler bedienen können, damit wir die Schlüsselkarte kriegen für die Tür unten. Mein Gott. Und wehe, hier sind jetzt nochmal Zombies. Also dann ist echt blöd. Ja, hier ist der alte Zug, ne, wo wir da
Da liegt's. Was? Diese Geräusche, ne? Wehe, hier kommen jetzt Zombies. Nein, okay. Nein, okay, wunderbar. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder komplett zurück. In der Ausbildungsstätte. Oh mein Gott, in der Haupthalle. Wir müssen da raus. Wieder mit der alten Musik. Genau. Wir müssen hier einmal raus. Und dann die Batterie rausholen. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass es so ist. Wenn nicht, dann ist das doof. So, müsste aber so sein, ne? Die Batterie, die brauchen wir hier nicht mehr. Hä? Aber die Batterie müssen wir doch rausnehmen können. Oder wo soll denn sonst eine Batterie sein? Nein. Vielleicht weil er... Nee, der ist komplett leer. Och Mann, dann ist das gar nicht die Batterie. Aber dann... Dann weiß ich nicht, wo es hier noch eine Batterie geben soll. Das ist jetzt komisch. Das ist jetzt richtig komisch. Also ich hatte jetzt echt gedacht, dass es diese Batterie ist, die wir brauchen. Aber dann scheinbar ja doch. Ah, guckt mal. Wir haben hier sogar noch Benzin. Soll ich das mitnehmen? Nee, lass kommen. Haben wir sonst noch irgendwelche Items liegen? Da ist noch ein blaues Kraut, aber das brauchen wir nicht. Nö, ansonsten nicht. Okay. Dann geh hier wieder rein. Tja. Dann weiß ich es gerade auch nicht, was wir da noch machen müssen. Ich meine, wir haben jetzt ja den Ventilgriff. In dieser Suppe hier. Richtig eklig. Armer Billy. So. Mein Gott. Oh, meine Nase ist gerade. So. Mit zwei Messern, nee, brauchen wir nicht. Messern werde ich in diesem Spiel nicht. Auf keinen Fall. So. Dann können wir jetzt hier wieder rein. Sollen wir nochmal auf Ebene 2 gehen? Auf Ebene 2, ja. Komm. Ebene 2. Dann gehe ich nochmal kurz an unserem Zug vorbei. Ich hoffe, dass das das war. Ach man, wieder ein sinnloser Rückweg. Ja, aber ich verstehe gerade nicht, wo es vorbei, wo es hier weitergeht. War das hier? Ja, das war doch hier, ne? Ja, genau. Dann nochmal da gucken, was wir da noch für Items haben. Vielleicht brauchen wir auch den Greifhaken nochmal. Ich nehme nochmal alles mit. Vielleicht brauchen wir den Greifhaken nochmal. Das ist gerade sehr mysteriös. So. Geh nochmal da rein. Nehme nochmal die Sachen mit. Ich mache jetzt eine bisschen längere Folge. Komm, weil wir hier ein bisschen rumirren. So, wir haben auf jeden Fall Magnumini. Die würde ich gerne mitnehmen. Dann den Granatenwerfer auf jeden Fall. Und dann sind wir auch schon voll mit dem Greifhaken. Das Benzin lasse ich liegen. Komm. Das Benzin braucht kein Mensch. Das war's dann aber auch hier drin, ne? Mehr ist... Hinten links? Blau? Hä? Farbbänder? Liegen hier noch Farbbänder drin? Oder was ist hier los? Was liegt denn da noch? Liegt hier noch Muni oder was? Ah, Farbbänder, okay. Ah, gut. Farbbänder haben wir erstmal genug, würde ich sagen. Gut, dann haben wir erstmal das Zeug zumindest. Hat sich der Weg schon mal in dem Zusammenhang gelohnt. Boah, dann können wir hier wieder
Large Elevator. Genau. Richtung Large Elevator. Und ja, dann mal gucken, wo es dann hier nochmal weitergeht, ne? Gerade echt ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. So, dann gehen wir nochmal wieder komplett runter. Oh, wir sind so weit weg. Das nervt mich gerade. So. Ebene 4. So. Na komm. Fehlt nur noch so eine Fahrstuhlmusik. So, der etwa, ja. Das wäre schon schön, wenn wir jetzt irgendwann mal weiterkommen würden. Wir haben schon so lange mit dem Rätsel gebraucht. Ich will jetzt nicht nochmal so lange brauchen, um den neuen Weg zu finden. Wartet mal. Rebecca, komm mit. Wartet mal. Kann man hier noch irgendwas machen mit dem Ventilgriff? Ne, hier war ja nur der PC-Raum. Was kann man mit diesem Ventilgriff machen? Was soll man damit? Mensch. Rebecca, komm rein. So. Ja, wunderbar. Gut, dass er auch so uns beide hält. Gut, ich meine, Rebecca ist ja ein Fliegengewicht. So. Hier ist aber auch nichts mehr, wo man irgendwie eine Kurbel nutzen könnte. Nee, irgendwie nicht. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also, dass wir auch keine Batterie finden. Und jetzt hier in dem Bereich, wo die Zombies waren. So, hier, was ist... Ah, wartet mal. Rechteckiges Loch. Ach, ich bin doch so ein Vollidiot. Ich bin doch so ein Vollidiot. Ich dachte, da muss eine Karte oder so rein. Ja, toll. Okay. Ist der Ventilgriff weg? Okay. Geht hier, geht da rein, kommt. Was auch immer hier drin ist, wir haben was Neues. Schon mal gut. Bin ich da in die Ausbildungsstätte zurückgestapft, ey. Oh Gott. Ja. Billy? Wo ist deine Schrotflinte? Wartet mal. Ach, das Zeug... Ah, okay. Alles klar. Wo sind die Zombies? Das machen wir lieber anders. Kommt. Das mache ich aber lieber mit Billys Waffe, um ehrlich zu sein. I'll go. Okay. Rebecca hat aber die Munition, ne? Ah, Moment. Moment. Come on. Okay. Alles klar. Dann machen wir das so. Gibst du Billy die Muni, Mensch? Austauschen. Damit. So. Wunderbar hier. Und dann können wir den Greifhaken eigentlich gleich mit ablegen. Aber lass das Billy machen. Der hat die bessere Wirfwaffe. Dann haben wir schon 45 Minuten gleich. Aber da war ja das Rätsel mit drin. Und der Rückweg. Hallo? Ich hab doch gesagt... Ich hab doch gesagt, geh raus! Was soll... Hä? Ja klar! Ja klar! Wieso das denn? Wieso ist denn Rebecca jetzt mit reingegangen? Hä? Jetzt will mich das Spiel auch noch verarschen, schon. Hä? Warum? Was ist los? Ja, toll. Aber sie ist noch gelb, okay. Alleine bitte! Verdammt nochmal. Lässt die sich einfach beißen, ja. Wenn sie drauf steht, ich meine. So. Lacht noch nach. Ach, guckt mal! Die haben wir doch vermisst. Ah, das sind aber ganz schön viele, du. Das ist jetzt aber... Alter. So. Die haben wir doch vermisst, die nackten Zombies. Baller einfach drauf los, Willi, komm.
Das sind die nackten Zombies. Das sind die nackten. Oh, ja. Ja, alles klar. Ihr hattet ja gesagt, ne, ihr vermisst die nackten Zombies. Da habt ihr sie. Oh, scheiße. Wir sind rot, Alter. Okay. Nackte Zombies, Freunde. Da sind sie. Ja, das sind die Nackten. Deswegen halten die auch so viel aus. So. Und er muss nachladen. Kombiniere damit und ich bin... Ja, jetzt sieht's wieder scheiße aus mit uns. Vor allem, weil die auch so viel aushalten. Nackte Zombies. Ihr seid widerlich. Nackte Zombies. Ach du Scheiße, und wie viele auch. 1, 2, 3, 4, 5 nackte Zombies. Alter Schwede, was ist das hier überhaupt für ein Raum? Ist nur ein Raum, ne? Gibt's hier wenigstens Heilung? Oder? Ah! Oh Gott. Ja, klar. Nur ein bisschen Muni. Boah, ey. Sonst nix? Keine Heilung? Na, jetzt sieht's wieder kacke aus. Shit. Ja, aber... Wir haben ja draußen eine Vollheilung. Okay. Nackte Zombies haben wir jetzt am Ende der Folge auch nochmal gesehen. Sehr schön. Da haben wir die auch. Ja, also gibt's die hier auch. In jedem Resident Evil Teil gibt es nackte Zombies. Okay. Gott. So, dann gehen wir mal raus hier, weil da unten liegt unser Zeug. Ich würde nämlich gerne noch meine Schrotflinte wieder mitnehmen. Oder nee, Quatsch. Die lasse ich hier liegen. Ich hätte gerne nur, die Heilung auf jeden Fall. So, die Heilung. Weil die braucht Billy. Der ist nämlich im roten Bereich. Wir sind wieder voll. Warum sind wir wieder voll? In der Magnum Muni ablegen. So. Und wegen dem Granatwerfer. So. Dann machen wir das so. Ah, nein, er kann es nicht kommen. Es ist so viel. Es ist so müßig, ey, echt. Ja, gut. Dann lass auch den Granatwerfer wenigstens hier liegen. So. Und dann nimm aber deine Schrotflinte mit. Nein, nicht das Farbband. Oh Mann. So. Gewehr, so. Hast du genug Muni da drin? 3 Schuss. Das passt noch, komm. Reicht noch. So, und dann gehen wir jetzt noch kurz zu Rebecca. Was ist das denn da? Achso, nee, das ist nur, okay. Hä? Bin ich jetzt total plemplem hier? Okay, ich bin so durch. Ich bin so durch. So. Aber hey. Das war doch eine ereignisreiche Folge. Erstmal stundenlang bei dem Rätsel hier verbracht, ey. So. Alles klar. Gut. Was heißt hier Rebecca? Gib das bitte nach Rebecca. Austauschen. Weil. Ah! Ach, guck mal! Rebecca hat ja auch noch eine Heilung. Verwenden. Austauschen. Damit. Dann kann sich Rebecca ja auch heilen. Dann kann sich Rebecca auch heilen. So. Ja, ist okay. Kombiniere damit und heil dich bitte. Greifhaken ablegen. So. Austauschen mit... Gib der mal ein bisschen Muni ab. Kombinieren. Damit. Austauschen. Damit. Dann hast du ein bisschen was zur Verteidigung. Und dann machen wir das so. Und so. Dass Billy dann beim nächsten Mal alleine geht. Genau, liebe Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen...
Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.